Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren weihnachtlichen Durchgezockt. Mein Name ist Ego26. Heute wird es ganz speziell. Wir spielen nämlich ein Fangame. Ein Fangame, welches ich von DGR oder bei DGR kennengelernt habe. Es ist ein amerikanischer YouTuber, der hauptsächlich Mario Maker spielt. Und das Spiel, wir wechseln mal die Szene, damit ihr auch den Ersteller des Fangames seht. Und zwar spielen wir von DJ Coco Paper Mario 3D Land. Was ziemlich cool ist. Ich kann es mit 360-Controller spielen, was auch sehr cool ist. Aber leider nur mit dem Steuerkreuz. Aber ich habe die erste Welt gesehen, mehr aber noch nicht. Ich habe mir gedacht, das wäre ein cooles Durchgezockt, dass wir jetzt zusammen starten können. Wir machen ein neues Spiel. Und wir sehen schon Paper Mario hier. Auf einer Oberwelt. Gehen wir mal hier rein. Das ist ein Toad House. Oh, ich brauche ein bisschen mehr Kabel hier. Ist ein bisschen unbequem. Und eine Feuerblume. Also wie ihr seht, es ist eigentlich ein Mario. Ein Paper Mario. In coolen Mario-Style. Also ich sage zwei normalen 2D Gameplay. Wir spielen Welt 1-1, Poppin' Block Road. Und ihr seht schon, das Ganze ist ein mega cool Stil. Mich hat es... Aber natürlich, da lege ich direkt mal die Blume. Mich hat es direkt an Super Paper Mario erinnert. Natürlich verliere ich die Blume auch ein zweites Mal. Wir haben auch ungewohnt in einem solchen Mario-Spiel eine HP-Leiste. Wir können rennen, springen und das war's dann auch schon. Was es hier auch noch gibt, was ich wirklich auch versuchen werde. Hallo? Es gibt hier, ihr seht oben links die drei Sterne, die noch ausgefüllt werden müssen. Es gibt sogenannte grüne Sterne, glaube ich, sind es. Genau, es sind Grünsterne. Wir können die grünen Sterne sammeln. Ich weiß nicht, ob wir die überhaupt benötigen am Schluss. Ich würde sagen, das sind nämlich so halbblind. Pilz braucht man nicht, gibt uns aber Energie zurück. Und ich finde es vom Stil her, finde ich es mega klasse, das Spiel. Sowas könnte Nintendo gerne auch mal machen. Aber Paper Mario geht ja bei Nintendo in eine ganz andere Richtung, als wir gerne hätten. Wir haben ja diese Diskussion haben wir auf dem Kanal schon öfters geführt. Das ist ein Pilz, der verstärkt unser Angriff. Das heißt, wir können jetzt diesen Koopa hier schneller kaputt machen. Den Stachel eh nicht. Hier drin wäre bestimmt was gewesen. Dann haben wir die Feuerblume und hier haben wir einen Checkpoint. Unten links sehen wir die Leben. Also wobei, ich kann mich nachher noch ein bisschen verschieben. Dann seht ihr die Leben auch. Hier können wir, glaube ich, hoch, oder? Okay, wir stehen auf der Röhre, aber irgendwie auch nicht. Das ist ein Verteidigungspilz. Uns fehlt immer noch ein Stern. Komm, weg. Okay. Münzen. Aua. Hier ist der letzte Grünstern. Sehr schön, wir haben schon alle Grünsterne gesammelt. Ich glaube, dann können wir jetzt ins Ziel gehen. Natürlich nehmen wir die Münzen mit. Also ich muss ehrlich sagen, für ein Fangame ist es ein mega cooles Spiel. Ne? Ich war auch sehr überrascht, als ich das bei DGR das erste Mal gesehen habe. Ich kenne mich ja in den Mario-Fangames gar nicht mal so aus. Ich habe eine Webseite gefunden, wo es nur Mario-Fangames gibt. Und ich glaube, man könnte noch diverse solche Jump'n'Runs runterladen, welche Fans erstellt haben. Was eigentlich eine ziemlich coole Sache ist, wenn wir ehrlich sind. Kommt hier Wasser her? Kommt was. Hier müssen wir sogar hoch. Hey, ist das Level? Das Ende des Levels? Oh shit, ich komme nicht gut. Zum Glück sind wir nochmal runtergegangen. Sonst hätten wir das Leben jetzt verpasst. Und wir haben das Level geschafft. Super Paper Mario ist meiner Meinung nach endlich
schiebe jetzt mal die Facecam noch ein bisschen nach rechts. So sollte es eigentlich passen. Seht ihr die Weltanzahl nicht? Ja, dann schiebe ich mich einfach auf die andere Seite. Let's go. Man kann es ja ganz einfach machen, ne? Habe ich mein Bild geschlossen. Gehen wir in die nächste Welt. In eine Unterwelt. Ein Maulwurf. Oh. Oh shit. Ich habe gedacht, ich kann ihn überraschen. Es gibt sogar neue Anzüge. Das ist eigentlich auch cool, ne? Gibt es hier einen Lebenstrick oder so? Kriegt man hier nur die Münzen? Wir kriegen nur die Münzen. Und, aua, ja, wahrscheinlich. Das hat mich jetzt etwas überrascht. Die Röhren kann ich nicht hinuntergehen. Das ist der Grünstern. Die fahren bestimmt nach unten. Yep. Ach! Wie kann man das sehen? Man kann bestimmt auch nach vorne, oder? Ja. Hier gibt es Münzen. In einem schönen Block. So. Ja, super. Das war ja mal erfolgreich. Maulwurfanzug. Ich brauche den bestimmt jetzt. Jupp. Kommen wir bestimmt hier rein. Let's go. Und hier nach hinten. Ein Grünstern. Hallo? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe was verpasst, wenn ich da ja. Wir gucken hier mal. Ach, hier ist eine. Können wir trotzdem hier weiter. Ist auch okay. Gut. Hier haben wir nichts. Eine Feuerbl... Was hat uns jetzt getroffen? Irgendwas trifft mich. Wir haben nur noch 6 Leben. Ah, das sind 2 solche Rollen. Okay. Wow. Hier haben wir was. Leben kann ich bestimmt brauchen. Woher kommt jetzt diese Feuerblume? Ah, da hinten spuckt eine. Oh. Die sind ganz schön aggressiv. Oh Mist, das war's. Da war ich zu hastig. 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 Reden kann ich auch nicht mehr. Oh, die Grünsterne werden nicht gespeichert, ne? Ich möchte runter. Let's go. Ich nehme den Grünstern hier mal mit. Let's go. Vielleicht gibt es ein geheimes Exit. Ich glaube, die Demo ist auch abgeschlossen. Die Demo. Das Spiel ist auch abgeschlossen. Nehmen wir die Feuerblume? Ich glaube schon. Also das ist das Mist. Das ist halt die Schwierigkeit an diesem Spiel, ne? Dass man so ein bisschen... Oh, Mist. Dass man so ein bisschen Tiefe sieht. Aber... Trotzdem, es ist ein echt gutes Spiel, ne? Vor allem stecken da coole Ideen dahinter, ne? Nintendo hat ja ein Super Paper Mario ein ähnliches Spiel gemacht. Müssen wir ehrlich sein, das ist auch ein Abenteuer in diesem Stil. Nicht ganz, aber kommt nahe ran. Ich sag so, wie es ist. Habe ich mir auch schon mal überlegt, ob ich das noch auf den Kanal bringen soll. Weil ich es eigentlich auch gerne mal wieder spielen würde. Ach, ja. Irgendwie bleibe ich überall stecken gerade. So. Jetzt nicht sterben hier. Gut. Uns fällt immer noch ein Grünstern, ne? Hier kriegen wir ja gleich noch ein Leben. Der Grünstern wird doppelt bewacht. Nun ja. Ich weiß schon, für was ich die Leben brauche. So, let's go. Rennen wir mal durch. Wir wissen jetzt, wo wir durch müssen. Die einen Leben könnte man noch holen.
nehme ich jetzt mal mit. Mich hat schon wieder diese rollende Kacke hier getroffen. Ah. Ich könnte doch den kaputt machen, ne? So, jetzt gehen wir außen rum. Pilz geht natürlich in eine andere Richtung. Ist okay. Ist okay für mich. Die Münzen geben mir eigentlich auch früher oder später noch ein Leben. Das heißt, wenn wir jetzt nicht so viel Energie verlieren würden, können wir einfach durchrushen. Ich glaube, das mache ich auch. Wahrscheinlich trifft es mich jetzt nicht mal. Oh, trifft mich doch. Okay, wir haben alle grünen Sterne. Let's go. Los geht's raus. Ich hoffe übrigens, der Sound passt. Ist echt schwierig einzustellen, weil das Spiel an und für sich schon sehr, sehr laut ist. Risky Railride, das hört sich auch schon wild an. Das sieht cool aus, aber. Kann man machen. Hammer, Bruder. Neues. Ah, das ist der Doppelsprung, ne? Der Schwebesprung sozusagen. Man kann ein bisschen höher springen und man kann schweben. Das ist ein cooles Power-Up. Oh. Diese Plattform kennt man. Let's go. Mann, Fuzzy. Fuzzy. Hier kann man easy hoch jetzt mit dem Power-Up. Mehr Angriffspower. Denn das heißt, wir machen beim Hammerbruder 2. 3. Wow. Man kann eigentlich recht gut so durchrennen. Also durchrennen in Form von... Man kann sehr gezielt... Wow. Man kann es sehr gezielt anwenden, finde ich. Okay, das war knapp. Aber ich habe das Item behalten. Das ist auch gut. Jetzt natürlich nicht mehr. Schade war's. Okay. Das ist auch eine fiese Stelle, ne? Au. Nein, jetzt hör auf. Jetzt werde ich wieder unachtsam. Mir fehlt übrigens immer noch eine Münze. Ein Sternchen. Und Susu, da hinten hinter der Pflanze seiner. Sicher der dritte. Habe ich sicher übersprungen, eine. Geh den mal holen. Ist der dritte. Natürlich spielen wir das Level nochmal. Oh, da könnte man weiter. Aber spielen wir das Level nochmal. Ich möchte das Spiel möglichst 100% abschließen. Habe ich mir auf jeden Fall gesagt. Machen wir es direkt nochmal. Genau. Müssen wir etwas genauer gucken. Das kommt vom Durchrennen. Auch wenn ich vorhin gerade drüber geschwärmt habe, ne? Dass es sehr gut funktioniert hier. Da oben. Ah, wir müssen alle wieder einsammeln. Kann das sein? Ist schon möglich. Lass mich diesmal da stehen. Hier ist doch was, oder? Nee, nicht wirklich. Hier auch nicht. Können wir hier zurück? Ja, können wir. Fast kaputt. Fast kaputt. Oh shit. Okay. Ich habe mein Item verloren. Man kennt's. Wir sammeln zur Sicherheit auch die dritte Coin noch ein. Wir wissen ja, wo es ist, wo sie ist. Suselwusel. Vielleicht geben die auch extrem viele Erfahrungspunkte. Wahrscheinlich nicht, aber egal. Aber hier können wir über das Ziel mal hinausschießen. Mein Leben hat sich schon gelohnt, würde ich sagen. Sehr schön. Course clear. Und ab ins Schloss. King Wumps, Throwdown statt Showdown. Wurfdown. Aha. Feuer. Das Spiel sieht echt cool aus, ne?
Noch ein Trocken. Die gingen. Ja, erste Stände habe ich schon. Die Blöcke sehen auch cool aus, ne? Die Wumms. Kann ich auf die Wumms? Nee, hier nicht. Danke, dass ich das Item verlieren durfte. Da oben ist bestimmt was. Schildpilz und ein normaler Pilz. Für mehr Energy. Jetzt bin ich ins Lava gesprungen. Das ist etwas ungünstig. Naja. Konzentration, Igel. Ah, ich muss den Stern wieder mitnehmen. Komm runter. Ich komme nicht hoch. Das ist ein cooles Power-Up, ne? So ein bisschen über das Level schweben. Gibt sicher coole Taktiken für... Ja, super. Aber für Speedruns, wenn es davon Speedruns gibt, kann ich mir gut vorstellen, irgendwie. Aber zu welchem Spiel gibt es keine Speedruns? Heutzutage wahrscheinlich von ziemlich allen, ne? Wahrscheinlich sicher nicht ganz alle, aber von sehr vielen. Tschüss, Hammerbruder. Oh shit, das war jetzt etwas knapper, als es eigentlich sein sollte. Checkpoint. Hier kann man bestimmt hoch, oder? Nein, nicht. Komm noch mal runter. Nee, ich komme nicht hoch. Schade. Da hinten ist der letzte Stern. Huch. Und hier ist eine Super Mario, wie heißt es? Nein, ich wollte das andere behalten. Wie heißt die Tür? Super Mario World 2? Yoshi's Island? Heißt es so? Ich glaube. Wir haben alle drei Sterne. Dann gehen wir mal den Boss einen Besuch abstatten. Let's go. Kann ich gegen dich was machen? Nee. Showdown? Oh, machst du. Ach so, der fällt ins Feuer. Wenn er mich anvisiert. Wow, eine Druckwelle. Der ist cool gemacht, ne? Die Mitte ist wahrscheinlich nicht unbedingt das Beste gewesen. Aber wahrscheinlich müssen wir sowieso alle machen. Aber... Er ist jetzt nicht so schwierig, ne? Machst du noch eine Druckwelle? Nö. Gehen wir hier an den Rand. Let's go. Tschüss. Oh, er versinkt im Feuer. Wir müssen nur viermal. Ist okay, ne? Kann man machen. Curse clear. Woo, wir haben jetzt die Welt abgeschlossen. Sehr schön. Weil jetzt sind wir in Welt 2. Cooles Spiel. Aber das war's mit diesem Part, würde ich sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Euer Ektoxix. Ciao, ciao.